Wie viele Harry Potter Figuren sind in einer ganzen Palette Kinderjoy? Das versuche ich die nächsten Tage mit euch herauszufinden und fange jetzt an, die ersten drei auszupacken. Ich packe die ersten drei aus. Schauen wir mal, was hier drin ist. Hopp. Schon aufgegangen. Oh, die erste Figur. Leute, wer ist das? Name finde ich jetzt nicht. Das ist also die erste Figur. Öffnen wir ein Nummer zwei. Den hier auf der Käse hier. Oh. Jawohl. Das ist Figur Nummer zwei. Erfolgreich. Zwei Eier, zwei Figuren. Schauen wir, was im dritten Ei ist. Bin gespannt. Ist da noch eine Figur drin? Wir schauen rein. Ei. Keine Figur. Maßband. Ich würde sagen, gute Ausbeute. Drei Eier, zwei Figuren und ein Maßband. Ja, ihr könnt ja mal einen Tipp abgeben, was ihr denkt, wie viele Figuren in den nächsten drei Eiern sind. Ich bin gespannt, ob wir heute Harry Potter drin haben. Wir machen weiter. Was ist das denn für ein Mumpitz hier? Die Spannung steigt. Ist da Harry Potter drin? Wen haben wir hier? Wen haben wir hier? Soll das sein? Apple Watch, Kopie von Harry Potter. Haben wir heute so viel Glück wie gestern? Ich weiß es nicht. Ist hier Harry Potter drin? Harry, zeig dich. Ja! Wer ist das? Ist das? Es ist nicht Harry Potter. Wer soll das sein? Ist das Hermine? Weiter geht's mit dem letzten Ei für heute. Wenn das Harry Potter ist, raste ich aus. Und? Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Schaffen wir es, jede Figur zu finden? Heute öffnen wir die nächsten drei und ich bin wirklich gespannt, ob heute Harry Potter dabei ist. Es ist wieder schwierig hier. Wer das gebaut hat, los geht's mit dem ersten Ei. Ist heute Harry Potter dabei? Wir werden es sehen. Hopp. Wer ist da drin? Was meint ihr? Ja! Oh, wer ist das? Oh, kenne ich. Aber mir fällt der Name nicht ein. Schreibt mal in die Kommentare. Wisst ihr, wer das ist? Schauen wir in das nächste Ei. Hopp. Ist da Harry Potter drin? Komischer Zug. Wir öffnen. Hopp. Wo ist der Harry Potter drin? Oder vielleicht Gandalf? Oder Dumbledore? Ja! Noch eine Figur. Oh, Dumbledore! Leute, ich habe Dumbledore gezogen. Heute ziehen wir die nächsten drei und ich hoffe, Harry Potter ist endlich dabei. Wir öffnen die nächsten drei. Öffnen wir Ei Nummer 1. Bin ich gespannt. Expecto! Patronum! Ah! Oh! Stift ist das. Ei Nummer 2. Ich bin gespannt. Das fühlt sich so an. Aua! Ist eine Figur! Wer ist das? Erste doppelte Figur. Das dritte und letzte Ei für heute. Bin gespannt. Ist da Harry drin? Und... Ei! Ja! Ja! Es ist Harry! Wir haben jetzt schon Harry Potter gefunden. Also ich bin auf jeden Fall glücklich mit den Figuren. Und Harry, das ist ein mega erfolgreicher Tag. Was ist drin? Ei. Hogwarts Express ist nicht. Ich weiß es nicht. Mittelerde oder so. Zweites Ei für heute. Wer ist drin? Aber es klingt nicht nach einer Figur, muss ich sagen. Es ist... Oh! Wer ist das? Es ist eine Figur. Mad-Eye Moody. Geil. Wir schauen. Ah, es geht nicht auf. Oh, es klingt gut. Ist das schon wieder Harry? Expecto Patronum. Ja! Yeah! Wer ist das? Oh, wer ist das? Ah, das ist wieder Hermine. Bin gespannt, was heute passiert. Also, geht auch nie auf hier, der Mist. Nummer 1. Oh. Es ist... Den Grindelwald oder was? Den haben wir schon. Schauen wir in das nächste Ei. Eine neue Apple Watch. Ei Nummer 3. Da muss jetzt wer drin sein. Hagrid, komm. Hagrid, oh, das klingt gut. Was ist das? Ja! Oh, das ist... Es ist Ron. Ron, Freunde. Den haben wir noch nicht. Was soll ich sagen? Am Ende war es noch erfolgreich. Ron gezogen, der fehlt uns noch in der Sammlung. Das heißt, es fehlen noch vier. Denkt ans Abonnieren, damit ihr das Video morgen nicht verpasst. Ich bin gespannt, was passiert. Wir machen weiter.